Ja, was jetzt der praktische Nutzen dabei ist, erschließt sich mir noch nicht so ganz, aber was soll es, ne? So, jetzt sind wir auch wieder in der Normalgeschwindigkeit. So, schauen wir nochmal im Keller nach. Wobei es im Keller, glaube ich, nur zur Lustgrotte ging, oder? Ach, sieh mal einer an. Stimmt, hier gab es ja diese Kammer. Ach, ich bin hellauf begeistert. Was haben wir da? 50 Schuss, schön. Ja, für das M4 gab es jetzt nicht so viel offenbar. Ich würde sagen, wir bleiben trotzdem erstmal bei der Knarre. Was haben wir sonst noch? Ach, hier war auch Leben. Ha. Mich erinnert diese Eingangshalle übrigens unglaublich an die Eingangshalle vom Spencer-Anwesen bei Resident Evil 1. Ich weiß nicht, ob das ein paar von euch gespielt haben, aber hier mit dieser Treppe, die auch in einem ähnlichen Stil gehalten war und da konnte man auch hinterlang gehen. Erinnert mich unglaublich dran. Hier müsste bloß noch ein kleines Pult mit einer Schreibmaschine stehen, dann würde ich das sofort abnehmen, dass wir hier im Spencer-Anwesen sind. So, aber wieder raus. Und ab zur nächsten Mission. Copland. You moron! What were you thinking? Do you realize what this means? We could all be shot! I don't know, the timer must have got screwed. That place was wired to go up like a firework factory. And somebody tipped off the cops, but what's the problem, fellas? Mike was supposed to torch someplace in the mall, but he screwed the fuses, and now the cops are crawling all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Vercetti just doesn't cut and run. Lance going to be going over that building with a fine-tooth comb, nutzlos. Right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but no one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We gotta get uniforms and we're gonna need a squad car. All thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. All we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a locker, and jump. Good plan. Let's go. Right. Riesenplan. Lance, das Mastermind. Und Mike hatte schon eine ziemlich töftige Stimme, oder? Jetzt müssen wir wieder mit dem Penner hier durch die Gegend ziehen. Das ist doch nicht wahr. Na komm, nehmen wir mal seine Karre. Die jetzt hier standardmäßig geparkt zu sein scheint. Und fahren die wieder zu Club. Weil ich so einen Spaß dran habe, dem ans Bein zu pinkeln. Da lang bitte. Okay, dann jetzt also als Polizist verkleidet? Was ist denn hier los? Ach, huh, schnell weg. Huff. Schöner Ladefehler. Gut. Dann wieder übers Brückchen. Ja, so habe ich mir das doch vorgestellt. Und dann schauen wir mal, wo wir hier irgendwelche Polizisten herkriegen können. Ach, das läuft da richtig gut bislang. Was haben wir denn hier? Stehen da Polizisten rum oder wie? Ich habe gar nicht drauf geachtet, was da stand. Ach nein, hier ist die Garage, okay. Dann nieten wir mal jemanden um. Du da. Jawohl. Lalalala. Oh, oh, oh. Ach, gut. Glück gehabt. Puff. Peng. Kabang. Was ein Penner. Da hingen richtige Schleimspuren hinterher beim alten Lance. Und das sieht doch ganz in Ordnung aus eigentlich, oder? Was hat der für eine Waffe? Eine Schrotflinte. Und ich mit einer Maschinenpistole. So sind Polizisten heute bewaffnet. Ach. Das ist aber nett. Ja, damit. Bitte einsteigen. Ich hätte es jetzt cool gefunden, wenn da so ein paar Sprechblasen wie bei den alten Batman-Serien oder bei der alten Batman-Serie erschienen wären. So Kabaff, Kaboom, Zabang oder sowas. Falls ihr die noch nicht gesehen habt. Huh, was willst du von mir, du Arsch?
Falls ihr die noch nie gesehen habt, die Batman-Serie müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Ein paar Folgen davon sind bei YouTube drin. Göttlich. Ich wollte auch mal unbedingt diesen Film von Batman sehen aus den 60ern. Der muss noch trashiger sein als die Serie. Und vollkommen abgedreht. Aber den habe ich leider verpasst. Der Typ hat so voll drauf. Was blinkt da unten eigentlich? Ach, ein Stern, okay. Also der muss noch abgedrehter sein als die Serie selbst. Ich habe ihn aber leider verpasst, als der letztens mal im Fernsehen kam. Hallo. Alles fit bei euch? Kann ich dich mal ein bisschen stören hier? Egal. Also Bäumchen legen. Okay, timers are set. Die haben sie wohl nicht alle. Das nehmen wir aber mit. Und das auch. Und jetzt raus hier. Und weg. Bitte einsteigen. Sehr gut. 5 Sterne. Oh, und eine Mauer. Ach, halt. Da fällt mir noch ein. Ey, lass mich mal. Da fällt mir noch ein, dass ich hier vorne den Stern gesehen habe. Genauestens. Wunderbar. Und da sind wir nämlich schon mal den Fünfer los. Das heißt, das bekackte FBI hier hinten, das kann uns jetzt mal getrost in Ruhe lassen. Zack. Und beim Malibu Club ist noch so ein Stern. Das heißt, wir sind gleich nur noch bei 3 Sternen und dann ist es doch eigentlich ganz gepflegt hier. Ich hoffe, die dann sind dann auch nicht mehr so penetrant hier. Halt, hier war's. Klick-klack. Super. 3 Sterne, der legt seine Krähenfüße ins Leere. Und wir cruisen gemütlich nach Starfish Island zurück in unsere Villa. Na, das ist doch mal eine leichte Aufgabe hier. Mehr davon bitte. Zack. Aber diese Bullenkarren, die haben ein hässliches Fahrverhalten, das geht überhaupt nicht. Die brechen so schnell aus. Und da sind wir. Hallo? Hallo? Ach, aussteigen. Ja, supi. Ich will mich aber nicht umziehen. Ach, so ein Ärger. Schutzgeldmissionen erfüllt. Das Rossetti Estate generiert nun bis zu $5,000 Einkünfte. Holt ihr das Geld regelmäßig ab? Na, aber klaro. $10,000 bekommen. Und da sind wir noch gar nicht mehr weit entfernt von unserem Polizeiuniform in der Polizeistation in Washington Beach erhältlich. Da sind wir noch gar nicht mehr weit entfernt von den 120.000. Da machen wir noch fix den Auftrag für Colonel Cortez. Und dann kaufen wir uns den Malibu Club. Denn, ja genau, das dachte ich mir fast. Das V für den guten Versetti unten, das stand nicht mehr für einen Auftrag, sondern das war jetzt einfach nur das Zeichen, also für das Geld, das wir abholen können jetzt. Denn sonst würde es ja jetzt immer noch auf dem Radar stehen, nachdem es außerhalb des Bildes ist. Brumm, 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 brumm. Achso, wir können ja. Ja, weg. Geht doch. Den heizt direkt mal gegen den Baum. So muss das sein. Für die Gesetzeshüter muss Platz gemacht werden unter allen Umständen. Platz gemacht werden. Du machst's richtig. So, also mal wieder für den guten Cortez. Ich hoffe, ich muss nicht wieder irgendwelche Lenkwaffen-Chips oder so für den besorgen. 2-Rad-Doppelbonus, $27. Super. Wenigstens kriegen wir auch mal was dafür, dass die Karre so hässlich ist. Huch. Wer da? Nein. Ah.
Also gibt es irgendjemanden da draußen, der Lance sympathisch findet? Dieser Kerl geht mir ja so dermaßen auf den Keks. Also eigentlich ist er noch schlimmer als Diaz. Ich glaube, es gibt niemanden, der schlimmer ist in dem ganzen Spiel als Lance. Das ist ein totaler Penner, ey. Naja, schauen wir mal, was Cortez so für uns zu bieten hat. Alle Mann an Deck. Circumstances force a hasty departure. What's the problem? The French want their missile technology back. And after that last incident, I feel it is time to find safer homes. Wouldn't it be safer to fly? I'd be dead before I reach check-in. Besides, I need to get my merchandise out of the country. Need another gun? You, my friend, are worth 10 guns. Wir reisen jetzt außer Landes? Sieht ganz so aus. Wie jetzt? Das ist, liegt jetzt nicht ganz so in meiner Planung. Und da kommen unsere Schnuckis von den französischen Behörden an. Jetzt ist das Tor natürlich auf einmal offen, ne? Oder ist es immer offen? Ne, ist normalerweise zu, denke ich, oder? Ach, beschütze den Colonel und seine Yacht um jeden Preis. Mit dem Katana, oder was? Was haben wir noch? Stirb, stirb, stirb! Ja, wir nehmen mal hier. So, das warst du. Das warst du. Und ihr hier drüben noch. So, hätten wir das. Die sehen aber auch knuffig aus, oder? Also so überhaupt nicht homoerotisch angehaucht. Oh, mit Oberlippenbart. So eine kleine Rotzbremse oben dran. Das ist doch lecker. Da werde ich doch richtig rollig. Nein, natürlich nicht. Ach, wie süß. Keine Straßensperre, eine Brückensperre oder ja, Seestraßensperre bestimmt. Erstmal die. So. Jetzt wäre natürlich die schwere Wumme schön, die wir damals gekriegt hatten, als wir für Diaz diesen Auftrag hatten, bei dem wir mit dem Helikopter geflogen sind und schießen durften. Denn die Kiste, die hatte ja, die Knarre, die hatte ja richtig ordentlich reingehauen. Die hatte ja die Schiffe mit 3 Schüssen oder so auseinandergenommen. Hui! Ein Hai! Ein Hai! Ein Hai! Okay, ich mache ja schon mit. Noch jemand hier? Ich möchte schießen. Ah ja. In der Tat. Kennt ihr den guten Dr. Klenk aus der Alpecin-Werbung? In der Tat. Ja, den holen wir natürlich runter, den Helikopter. Das kann jetzt nicht das Problem sein hier. Oh, 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 oh. Ach so. Ich dachte, ich habe den Piloten erwischt. Ach. Die verschwinden aber sofort, wenn man die getroffen hat. Oh, oh. So, den hätten wir auch. Dann nehmen wir hier mal zwischendurch Leben auf, tanken mal ein bisschen Leben und scheinen es geschafft zu... Ach Gott! Nicht doch! Nicht doch! Oh, ich habe den Piloten erwischt. So habe ich mir das doch vorgestellt. So, noch mehr. Zack, der wird gleich mal weggeschoben. So geht's auch. Wir sind schließlich größer. Und wer größer ist, haben wir schon gelernt, hat Vorfahrt.